So, hallo meine lieben Freunde der schlechten bis mittelmäßig guten Unterhaltungen. Cut. So, meine lieben Freunde der schlechten bis mittelmäßig guten Unterhaltung. Willkommen zu Let's Play Minecraft. Mit dem dummen Plätzchenhacker. Together mit dem dummen Plätzchenhacker. Season 3, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Das ist ein etwas anderes Projekt. Es sieht folgendermaßen aus, was ich jetzt erklären wollte. Es sieht so aus, dass ihr auch auf unserer Webseite, die unten in der Beschreibung steht, könnt ihr euch anmelden, damit ihr auch mal hier mitmachen könnt. Der Server ist rund um die Uhr online, da könnt ihr dann immer ein bisschen mit drauf spielen, da ist ein bisschen Action hier. Ihr müsst euch dort anmelden, dann werdet ihr gewitelistet und dann kann's losgehen. Ja, wir werden auch einige andere YouTuber teilweise noch mit dazu einladen. Ja, ich würde mal sagen, wir legen dann einfach mal los. Ja, also wir haben hier schon ein bisschen gebaut. Es ist jetzt, bei diesem Projekt ist es so, dass wir nicht von Grund auf alles anfangen, sondern auch privat ein bisschen offscreen sozusagen rumbasteln, wie gesagt, ja. Und auch dieses schöne Haus entworfen haben. Ja, wundervoll. Ja, in dem im Wohnblock-Stil. Das heißt, es ist einfach nur ein viereckiges Haus mit Fenstern. Und also ich finde, das ist wirklich ein Designerstück. Also das hat wirklich mal einen Applaus verdient. Ja. Und hier hinten steht mein Pferd. Ich wollte mir jetzt nochmal was machen. Weil wir haben aus irgendeinem Grund schon 30 Diamanten. Nein, wir haben sie nicht vercheatet. Nur falls es da nicht passiert. Nein, die haben wir gefunden. Unten überhaupt sind wir sie gefunden. Naja. Nö. Soll ich mal den Herrn Stuffer LP einladen zum nächsten Mal? Du weißt aber. Zum Glück weißt du nicht, wer das ist. Ich glaube, dann würdest du es nicht mehr wollen, wenn du wüsstest, wer das ist. Ich will nicht wissen, wer das ist. Ist mir eigentlich auch egal. Ja, also das liebe Max wird jetzt gleich wieder in die Mine gehen, weil ich es dorthin schicke. Ja, nein, ich werde jetzt Holz hacken. Wollte ich eigentlich. Wolltest du, darfst du aber nicht. Weil ich bin hier nämlich die Frau. Ja. So siehst du schon aus. Jemand hat hier gerade wieder was in der Kiste durcheinander gehauen. Wer war das? Kann sein. Naja, ich gehe jetzt erstmal Holz hacken, weil wir brauchen Holz. So. Ich höre Münztrösitäten. Ja, das ist ja keine Seltenheit. Ja. So. Wollten wir nicht irgendwas ansprechen? Ach ja. Netzneutralität hast du vorgeschlagen. Ja, Netzneutralität. Oh, welch tolles Thema. Interessiert euch bestimmt brennend, oder? Schreibt's in die Kommentare. Ja. Interessiert euch das? Natürlich interessiert es euch. Ich glaube, 60% wissen gar nicht, was es ist. Also für die, die nicht wissen, was es ist, Netzneutralität ist, wenn man zum Beispiel ins Internet geht und ihr könnt ohne Beschränkung halt jede Website aufrufen. Und das ist halt die Netzneutralität. Und ich sage es mal, die Nicht-Netzneutralität wäre, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal die Telekom, wenn ihr einen Internetvertrag bei der Telekom habt und die Telekom schließt dann verschiedene Verträge mit, zum Beispiel, keine Ahnung, Facebook und was
ab und das sind dann sozusagen die Premium-Accounts. Wofür du dann wiederum extra zahlst? Na, das jetzt nicht, oder aber wie ist dein Plan? Premium-Accounts kannst du dann halt unbeschränkt auf die Webseiten zugreifen und das halt auch in voller Geschwindigkeit. Und die Webseiten, wenn jetzt zum Beispiel YouTube mit der Telekom keinen Vertrag abschließen möchte, dann kannst du halt Ach so, das hast du gedacht. Oder nur mit ganz wenig Speed darauf zugreifen. Und naja, da unsere liebe Angie zu dem Thema ja schon mal eine Rede gehalten hat. Internet ist für uns alle Neuland. Genau. Deswegen gibt es ja jetzt auch schon den Merkel Neuland Explorer. Ja. Und ja, da aus diesem, ich sag es mal, Vortrag kam heraus, dass sie so eigentlich gar keine Ahnung davon hatte, was sie da erzählt hat. Und ich glaube, deswegen ist es auch so ein bisschen wichtig, das damit anzusprechen, weil ich meine, mir ist es wichtig, dass ich, wenn ich ins Internet gehe, auf jede beliebige Website gehen kann, ohne dass ich halt irgendwie erstmal 10 Stunden warten muss, bis die Website geladen hat. Also, naja, ich finde, mir ist es wichtig. So, und was sagst denn du dazu? Also mir ist es auch sehr wichtig. Ich war halt ja schon mal, da gab es ja damals. Du bist ja regelmäßiger YouPorn-Besucher. Und deswegen. Bitte ja? Keine Gerüchte in die Welt setzen, ja, ne? Ja, also mir ist es sehr wichtig. Also Netzneutralität ist wirklich schon was Wichtiges. Und ich verstehe bestimmte Dinge auch jetzt momentan, was da so in der Welt abgeht, gerade, naja, eher in Deutschland, wenn es um das Thema YouTube geht, weil es wäre, also, ja. da müssen jetzt, noch nicht mal wegen GEMA, aber zum Beispiel die ganzen Leute von Playmassive, also Gronkh, Sarah Zarr und so, die wurden ja vom Jugendschutz dazu verdonnert, sozusagen, Spiele, die auf dem Index in Deutschland sind oder darauf kommen, nicht mehr zu zeigen, aus Jugendschutzgründen. So, jetzt verstehe ich den folgenden Zusammenhang nicht. Warum ist das nötig? Ich meine, derjenige hat sich das Spiel gekauft, legal, womöglich, bevor es auf dem Index war, und die Videos auch davor hochgeladen. Also sehe ich doch da kein Problem drin, dass man das dann auch normal weiter tut. Ich meine, es kommt sowieso, bevor es auf dem Index ist, sowieso mal raus als Video, also bringt das nichts. Das einzige Problem ist, was ich da halt sehe, dass die YouTuber da halt Angst haben müssen, um dass sie Klagen auf den Hals gehetzt bekommen könnten, nur weil sie Spiele so spielen, wie sie Spiele spielen. Das war jetzt eine schöne Beschreibung. Ja. So, Spiele spielen, wie sie die Spiele spielen. Soll es doch jedem so erlaubt sein, wie man das macht. Ich meine. Das nennt man übrigens Pressefreiheit. Ja, kann man auch sagen. Wenn du jetzt zum Beispiel auch so ein solches Spiel aus dem Ausland dir bestellst und das dann in Deutschland benutzt, denke ich auch, dass das eigentlich eine legale Nutzung ist. Weil es darf in Deutschland nicht mehr offiziell verkauft werden, das heißt aber nicht, dass es nicht... Komm mir mal bitte zu Hilfe. Ja, das heißt aber nicht, dass es doch gar nicht mehr in Deutschland gezeigt oder benutzt oder gespielt werden darf. Das ist absurd. Was sagst denn du dazu? Ja, also
Naja, also ich finde es im Prinzip auch so, weil die haben sich ja gekauft und in Deutschland herrscht ja das Recht, sage ich jetzt mal, dass jeder das zeigen darf und das machen darf, was er will, halt solange es nicht illegal ist. Aber von daher finde ich das eigentlich auch wirklich abartig. Das ist abartig. Ja, abartig finde ich das. Dass es ja wirklich so runtergemacht wird. Ne? Also, das finde ich wirklich abartig. Ja. So, das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu. Und, naja, die verdienen ja ihr Geld damit und das ist eher weniger als mehr. Teilweise schon ein bisschen existenzgefährdend, weil die müssen ja die Videos, soweit ich das gehört habe, löschen oder auf privat stellen und dann schaut die ja keiner. Und wenn die keiner sieht, dann bekommen die natürlich kein Geld und haben damit... Können sie sich keine neuen Spiele leisten? Wenn sie sich keine neuen Spiele leisten können, dann geht das ganze Dings kaputt. Genau. Und daher ist das sozusagen eine zerstörende Kettenreaktion. Ja. Ja. Ja, dann schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich halte davon nicht. So. Ich auch. Also, ich sag, ich spiele das, was ich spielen möchte und dann ist Bass da. Können sie mich doch verklagen, wie sie wollen. Ist mir egal. Ja. So. Freund. Genug gelabert. So, nachdem wir gelabert haben, wir bräuchten eigentlich mal Betten. Aber haben wir nicht. Ach ja. Was mache ich denn schon wieder? Ich mache wieder sinnlose Dinge, wie immer. Eigentlich. So, also, was bräuchten wir noch? Wo? Na, du hast gerade gesagt, wir bräuchten noch Betten. Ach, Betten. Ach, Betten. Ich habe 3 Wolle. Eins reicht aber nicht, weil in Minecraft kann man leider nicht zusammen in einem Bett schlafen. If you know what I mean. Ne? Ja, das. Ja, ne? Ja, das weiß ich. Wenn du mir mal kurz. Warte mal, wie viel Wolle braucht man für ein Bett? 3. Und wie viel Holz? 3. Kannst du mir da mal bitte 3 Holz runterschmeißen? So, jetzt haben wir schon mal ein Bettchen, das können wir uns hier an die Ecken neben das Schild Oh, das sieht aber schön aus. Was? Das Bettchen. Ach so. Ich bastel hier schon wieder was. Ich weiß nicht, ob das gut aussieht dann am Ende. Aber ich befürchte mal, es sieht gut aus. Ach nee, das ist doch dumm. Was? Auf welchen Schwierigkeitsgrad hast du das hier gestellt? Auf easy. Easy. Das ja. Ist aber nicht easy. Mich greifen hier gerade 4 Zombies gleich. 5 Zombies gleichzeitig an und nebenbei explodiert ein Creeper vorm Haus. Ja, du kannst das Spektakel hier mal anschauen. Ich sehe schon, wie die alle auf dich zurennen. Man geht halt nachts nicht vors Haus. Ah, Hilfe. Oder wir müssen wieder eine Monsterfalle unter das Haus stellen. Das wäre, glaube ich, die effizienteste Lösung. Aber das machen wir morgen früh. Ach du Scheiße, Hilfe. Zum Beispiel. Du kannst ja da schon mal aus... Wie viel hat man da letztes Mal runtergegraben? 10. Ich kann... 10. Gut. Dann 10 runter.
Aber es wird gleich wieder Tag. Jetzt muss ich mir mal kurz Treppen besorgen, ja? Hilfe! Was? Die wollen uns alle umbringen. Immerhin kann jetzt keiner mehr ins Haus rein. Da hast du recht. Das heißt, ich auch nicht. Musst du auch nicht. Aua. Dieses blöde Zombie hat mich heruntergefupft. Ey. Das geht ja mal gar nicht. Ah. Was war das jetzt? Warst du das? Was? Nix. Ich habe nichts getan. Ich war... Ah! Ah! Was war Wollte das? Ich sagen? Ich weiß nicht, glaube ich. Naja, was wollte ich sagen und nicht lügen? Ich baue jetzt da jetzt schon mal einen Graben. Ja, gute Idee. Weitergehen. Wir müssen mein Pferd jetzt innen einleihen. Warum? Weil wir einen Graben bauen müssen. Ach ja. Daran habe ich gar nicht gedacht. So, es kriegt jetzt ein Oak-Fans. Weiß ich ungefähr, wie lange wir aufnehmen? Weiß ich nicht. Schön. Ein Lied. Wir nehmen einen Zaun und ein Glied. Das Glied in den Zaun. Ja. Entschuldigung, es ist 22.16 Uhr. Ja. Meine Leine ist gerissen. Was ist daran so lustig, dass es das Pferd hier nicht hochbricht? Nix. Ach komm, scheiß Pferd. Bist ja noch schlimmer als Redi. Ich versuch grad diesen, schönen Plattenbau hier mal ein bisschen designerischer zu gestalten. Hm. Viel Spaß. Ich glaube, das kriegst du nicht hin. Doch. Die oberste Etage zum Beispiel. Ha, 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 das Pferd ist angebunden. Hast du noch ein Ex? Nein, ich habe noch ein Ex. Ja. Ich hätte aber auch noch eine gehabt. Da unten steht eine Creeper. Und ich kann sie nicht töten. Muss es halt sterben. So. Hast du noch ein Thema, worüber wir sprechen könnten? Perverse Witze. Nein. Ja, das war bei dir war das schon wieder klar. Au. Da unten steht ein Creeper. Ich glaube, ich habe ein neues Hobby. Es ist kein Hobby, das ist nervig. So, ich muss mich mal hier anders hinsetzen. Ich habe mir heute mal diesen schönen quietschenden Stuhl hier besorgt, weil mein anderer Stuhl erstens ist vollgestellt und zweitens hast du mich runtergeschmissen. Und drittens ist dieser Stuhl immer noch hinten gekippt. Da konnte ich nicht ordentlich drin sitzen. Naja, jetzt müssen wir uns halt mit einem quietschenden Stuhl abfinden. Das ist schön. So. So. 1, 2, 3. Damit zaubere ich mir jetzt eine Axt herbei. 1, 2. 1. Das trägt auch zum Axtzaubern. 3, 4. Ich bin heute 5, im 5, 6, 7. Wo ist meine Frau geblieben? naja. Deine Frau ist. In deinem Keller oder was? Ja, ich hab's eigentlich gehabt. Ich hab's eingeladen.
Warst du auch mit ihr auf dem Reiterhof? Sie musste dort ihr tägliches Training absolvieren. Was gibt's denn so bei dir eigentlich in der Schule wieder Neues? Lange nichts mehr gehört. Wir haben zwar im Moment Ferien, ne? Aber man kann ja mal fragen, ne? Nicht? Gibt nichts Neues. Tja, Pech gehabt. Ja. Nichts Neues. Ist gut. Ist ja gut, ist ja gut. Ich hab's schon verstanden. Du brauchst es mir nicht noch 5000 Mal zu erzählen. Ja. Ja. Du hast ja eine Creeper. Creeper sind lustig. Ich mag die Creeper. Die explodieren so schön. Ich muss ihn jetzt mal kurz entjungfern. Ich meinte töten. Zwei vom Haus weggegraben, ne? Ja, zwei breit muss er sein. Und zwei weg vom Haus, zumindest an der Front. Zwei weg vom Haus. Du fängst an und ich baue inzwischen oben am Haus weiter, ja? Ja. Upsala, ich habe gemerkt, dass dieser Piep Creeper auch dezent viel vom Haus zerstört hat. Du darfst dich gerne emotional korrekt ausdrücken. Wenn du das möchtest. Dass dieser Piep, 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 Piep. Du darfst gerne das Piep weglassen. Nein, wir wollen doch nicht, dass wir auf YouTube wegen Kinderpornografie gesperrt werden. Was? Was erzählst du da für Blödsinn? Schimpfwörter und Kinderpornografie sind total was anderes. Schon mal bemerkt. Aber nicht, wenn wir Sebastian Edati sind. Na dann. Und wie du ja weißt, das. Ja. Zumindest grün. Meine Maus blinkt grün. Das nervt mich. Aber ich habe gerade nicht die Konfigurationssoftware auf meinem Rechner, dass ich das umstellen könnte. Also leuchtet sie grün. Und blinkt. In derselben Farbe. Naja. So. Mir gehen langsam die Bäume hier irgendwie aus, ne? Ja. Dings sind noch 12 Saplings. Und da kommt ein Creeper und möchte mir gern bei der Arbeit helfen. Irgendwie viele Creeper heute unterwegs, ne? Ah ja. Liegt bestimmt an mir. Ja. Wenn du auf dem Server bist, ist ja sowieso alles verloren. Das nimmst du zurück. Du piep, 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 piep. Ah! Da stand gerade einer neben mir. So, ja, Freunde der schlechten Unterhaltung. Ich wollte jetzt mal sagen, das war's erstmal für diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, die keine Ahnung wann kommt, weil der Uploadplan hat keiner irgendwie beachtet, also
kommt die irgendwann. Naja, also wir sehen uns dann irgendwann in 1 oder 2 oder 7, 12, 25 oder 38 Tagen. Ja. 9 Wochen. Kann man auch sagen. In 52 Wochen sehen wir uns wieder. Also tschüss, bis nächstes Jahr. Tschüss.